So, Thomas Konz, ihr habt gewonnen. 3:1, wie groß ist die Freude? Ich meine, 14-0 ist ja nicht irgendjemand, den man hier heute besiegt hat, ne? Ja, ne, die Freude ist natürlich riesengroß. Gegen 14 hat man im Hinspiel schon sehr, sehr viel Glück gehabt, dass wir überhaupt noch den Punkt mitgeholt haben, der unterm Strich auch nicht so ganz unverdient war. Und jetzt für das Rückspiel haben wir uns natürlich vorgenommen, dass wir hier zu Hause versuchen, in Dreier zu behalten, und das haben wir auch echt gut gemacht. Wir haben am 1:0 nicht aufgegeben, haben weiter an uns geglaubt, und das ist der entscheidende Punkt. Und dann haben wir 3 richtig geile Möhren gemacht, und ich denke, mir ist auch nicht ganz unverdient der Sieg. Wobei 14 in der zweiten Halbzeit schon riesen Druck gemacht hat, da ist euer Torwart auch derjenige gewesen, der sich auszeichnen konnte. Ne? Dem kam auch eine Schlüsselposition zu heute. Auf alle Fälle, Max hat super gehalten, hat den Elfer noch super pariert. Das muss man definitiv sagen. Wir sind auch wirklich gerade in der zweiten Halbzeit, gerade zu Anfang der zweiten Halbzeit, sehr in Schwitzen gekommen. Deshalb haben wir dann auch die 3 Wechsel gemacht, die immens wichtig waren. Nachher auch mit Fabi Weber, wo wir dann eine Fünferkette aufgemacht haben. Dann hatten wir auch die zentrale Präsenz. Und ab dem Zeitpunkt hat man dann eigentlich das Spiel auch wieder im Griff, so die letzten 10, 15 Minuten. Jetzt noch eine neue Serie starten, nachdem ihr ja das letzte Heimspiel verloren habt gegen Erang? Oder was ist die Prämisse für ganz oben? Wird sicherlich nicht mehr reichen diese Saison. Nee, ist auch gar nicht Ziel. Wir werden weiter an unserer Spielidee arbeiten. Wir haben noch ein paar Themen in der Rückrunde vor uns, damit wir dann die neue Saison entsprechend gut angehen können. Das muss das Ziel sein. Platzierungen sind für mich eigentlich ganz wichtig jetzt bei der Restrunde. Einfach nur guten Fußball spielen und die Themen, die wir uns so vorgenommen haben, auch durchspielen. Deine Zukunft ist gesichert für nächstes Jahr. Du bleibst hier und hast noch einiges vor mit der Mannschaft nächstes Jahr, oder? Ja, ganz genau. Also wir haben uns darauf verständigt, dass ich auf alle Fälle weitermache. Und entsprechend arbeiten wir auch an den Themen, die ich umsetzen will. Und ja, das funktioniert auch ganz gut.